Huse Leute und willkommen bei einem neuen Part von Illusion of Time mit mir Level 4. So, wir finden uns jetzt im Garten von Angkor Wat. Und hier gibt es hier die ganz, ganz tollen Viecher, die ich hoffentlich jetzt ein bisschen schneller besiege, weil ich mehr Schaden mache. Oh ja, oh ja, oh ja. Deutlich schneller geht das. Nur die Fliegen sind immer noch kacke. Die Fliegen sind immer noch kacke. Ich weiß nicht, ob die viel Schaden machen, auf jeden Fall nerven sie nach wie vor. So, komm her. So, da können wir uns wandeln, nur wir kommen da halt noch nicht hin. Müssen wir einen kleinen Umweg wohl gleich gehen. Oh ja, es wird ein großer Umweg. Du Scheißfliege, wenn ich dich erwische, glaub mir. Du wirst in die Hölle. Und das, du wirst die dreifache Fliegenhölle kommen. So, oh, das ist wieder so ein laufender Busch. Es gibt so einen richtig geilen Comedy-Film. Oh, das ist noch ein Busch. Der nennt sich Die drei Amigos. Leute, das ist ein Film, das ist... Eigentlich müsst jeder von euch die Monty Python Filme kennen. Und das geht so ungefähr in denselben Humor rein, ja? Drei Amigos, super Film. Also, das ist ein Comedy-Film mit Chevy Chase, Martin... Ich weiß ja nochmal. Mir fällt gerade der Name nicht ein, das ist toll. Ist auch egal. Sollte man sich angucken, sehr, sehr unterhaltsam. Da gibt es halt einen singenden Busch. Der singende Busch. Also gibt dir mal bei YouTube einen, der singende Busch oder singende Busch. Ihr lacht euch schlappe, schlappe, schlappe. So, hier gibt es auch noch ein paar Büsche. Okay, komme ich so jetzt nicht mehr ran. Auf jeden Fall ist es mir egal. Ich möchte... Moment, wie komme ich jetzt? Okay, ich will kommen gleich hin. So, jetzt hier runter. Oh, die Scheißfliegen. Die Scheißfliegen. Die verdammten Bremsfliegen oder Bremsenfliegen. Was weiß ich auch immer, das immer Viecher sind. Das sind auf jeden Fall... Verdammt schnelle Mistviecher. Und dass wir einen Busch, den ich schlagen kann, sogar zwei Busche. Und noch ein dritter Busch da unten. Ja, dieser Raum wird toll abzusuchen zu sein für... Ich komme immer noch nicht ran, oder? Nee. Dieser Raum wird toll abzusuchen sein für jeden Scheißgegner. Das ist jetzt schon kacke. So, jetzt hier runter. Denn ich will mich endlich verwandeln können. Ach, diese Scheißteile. Das regt mich echt auf. Okay, da ist ein Skelett, das müssen wir auf jeden Fall besuchen. Das ist Pflicht. Aber erstmal hier rein. Zip. Und jetzt verwandeln wir uns endlich wieder in Frieden, mit dem wir mehr Schaden machen. Sehr gut. Wunderbar. Wo wir gerade hier sind, können wir uns sogar teilen. Und speichern ja gerade mal ja und sagen gerade mal weiter fortführen. Und wo wir gerade hier sind, speichern wir auch mal. Einfach mal, weil wir Lust und launisch sind. So. Und Wege geht's nach rechts. Und die Scheißfliegen machen wir jetzt hoffentlich mit einem Schlag fertig. Nein. Immer noch nicht. Ernsthaft. So, da. Die sterblichen Überreste eines Abenteurers sind über den Boden verteilt. Zwischen den Knochen ist ein Pergament versteckt. Lesen? Nee, natürlich weitergehen. Nein, natürlich lesen. Wir hatten den Dschungel durchquert, um zum Kral zu gelangen. Kral, okay. Wir verstanden die Sprache nicht, doch sie wollten, dass wir bleiben. Am nächsten Morgen waren nur noch Captain Freezer und ich am Leben. Ach, die kannten wir doch noch. Der Hunger wurde vielen unserer Freunde zum Verhängnis. Als wir die Leichen unserer Freunde fanden, flohen wir in den Urwald. Dort fanden wir Angkor Wat. Eine Legende sagt, dass man hier, wo die Geister leben, Unsterblichkeit erlangen kann. Doch alles, was wir fanden, war der Tod. Ich werde zu meinen Freunden zurückkehren. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Okay. Irgendwelche Büsche hier noch. Okay, hier ist dann eine Sackgasse. Und ich bin mir gerade nicht sicher... das ist ein kleiner Irrgarten hier. Das ist echt dämlich. Komm, 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 komm. Alles klar. Oh, das sieht doch gut aus. So mag ich doch meine Freunde, meine Gegner. Schön tot. Okay. Es ist halt die Frage, wenn ich jetzt hier weiter lang gehe, ob ich dann nicht wieder nach rechts kommen kann. Also kann sein, dass ich nochmal den Weg nochmal zurückgehen muss. Weil ich nicht jeden Gegner getroffen habe. Das kann sehr gut vorkommen. Was ich aber nicht hoffe. Aber ich vermute mal doch. Nun ja. Wir werden es ja gleich sehen. Komm her, du. Ach, was soll das überhaupt ein Viecher sein? Komm, greif mich endlich an mit deinem... Alter, jetzt reicht's mal. So.
Komm her. Kann man mal mit Duck Feuer aufladen. Mal gucken, was dann Schönes passiert. So, wirklich viel hat sie jetzt nicht gebracht. Aber war halt nett, wieder anzusehen. Ja, den Schaden kann ich mir mittlerweile leisten. So, komm her. Sehr schön. So, ach, hier gibt es so viele Gegner. Es ist manchmal echt einfach nur nervig. Ich hoffe, dass ich hier jeden Gegner finde. Weil ich glaube, hier gibt es noch mal eine Herzerweiterung. Vermutung? Keine Ahnung. Die ist noch im Busch. So, und jetzt komm her, du. Ich bleibe ein bisschen einfach stehen, weil wenn ich jetzt hingehe, kommt die Fliege an einen anderen Ort. Dann muss ich wieder hinterherlaufen. So. Keine Büsche mehr. Okay, dann gehen wir mal links entlang. Und haben dann hoffentlich bald alle Gegner hier vernichtet. Weil ich habe langsam keinen Bock mehr hier auf diese Stelle. Ich möchte einfach nur voranschreiten. So, komm her, komm her. Du kriegst niemals deinen Kopf zurück. Doch. Wohl leider doch. Frag mich, wo wir überhaupt einen Kopf brauchen, wenn die doch ein Auge in der Mitte haben. Spiellogik, Leute. Man muss ja nicht immer unbedingt verstehen. So, wir haben noch nicht alle Gegner besiegt. Und jetzt müssen wir halt wieder suchen. Das, was ich halt meinte. Jetzt muss man halt nach einem Busch suchen. Das Problem ist ein bisschen, dass meine linke Kontaktlinse ein bisschen rumspinnt. Und dass ich deswegen teilweise immer ein bisschen was verschwommen. Deswegen kann es sein, dass ich das nicht auf eine Anhieb finde. Also es ist eigentlich schon ein deutlicher Farbunterschied, aber trotzdem sehe ich es gerade nicht. Okay. Also hier oben gibt's nichts. Ach, ist das ärgerlich. Schreiten wir aber mal weiter. Aber wir gehen noch nicht hinein, vielleicht ist da noch ein Gegner. Nee. Nee, da müssen wir wohl nochmal rechts entlang. Ach, ich hasse es. Hat sich ja eben nicht im Busch bewegt? Nee, hat sich nix. Das war wieder meine Kontaktlinse, die mit mir böse Späße treibt. Ach, komm, wo bist du denn, du scheiß Busch? Alter, Mann. Ach, diese Kackbüsche, wie ich sie hasse. Komm, zeig dich nochmal. Kann ich jetzt nicht auf jeden Busch hier einmal einhämmern? Ach, hier kann ich auch. Nee, kann ich nicht entlang. Aber hier irgendwo musste noch der letzte Busch sein. Komm schon. Oder fliegt hier noch eine Fliege rum? Die mich einfach nur abnerven möchte. Alter, wie ich es hasse. Ich klaue euch gerade echt die Zeit. Tut mir leid, aber. Dieser letzte Busch, der muss einfach sein. Vielleicht hier. Ah, ich kann durchdrehen. Da wird doch langsam auch schon der dunkle Ritter ein bisschen böse. Auch wenn es nicht Batman ist. Komm, versuchen wir uns mal so unser Glück ein bisschen was zu treffen. Weil es muss doch möglich sein, dass es... Ich da noch irgendwas? Nee. Da war es jetzt nicht. Vor allem müssen die doch schon längst auf mich reagieren, die Scheißteile. Ich verstehe es nicht. Da oben ist der. Was für ein Arschteil. Da oben war der natürlich. Und ich suche und suche und suche. Mann, oh Mann, Leute. Das Spiel kann ein ziemliches Arschloch sein. Und zum Glück hatte ich recht gehabt mit meiner Lebenserweiterung. Hätte ich eigentlich auch so rankommen können? Nein, ich musste es wirklich auf die Art und Weise machen. Arschlochspiel. Unglaublich. So, jetzt schnell, 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 schnell. Ja, bevor du einen Fuß auf den Boden setzen konntest, mein Freund. So gefällt mir das Spiel. So, keine Ahnung, ob ich jetzt rechts oder links gehen muss. Ich gehe erstmal rechts und baue es mal schon ein. Oder ich mache mir auch mal keinen Spaß. Und treffe nichts. Gar nichts. Super. Ah, ist das wieder toll hier. Komm her! Okay, jetzt komm ich so ran. Oh, 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 oh.
Okay, passt schon. Sehr schön. Du wirst ja relativ viel Schaden machen. Benz! Ich meine jetzt nicht den Katalog, Benz. Okay, da gehen wir noch nicht weiter. Aber ich vermute mal, dass es dann da richtig weitergeht. Aber erstmal gehen wir schön nach links. Schon krass, wir haben jetzt nur noch 10 Minuten Zeit für diesen Part. Wie ich in diesen scheiß Busch gesucht habe. Sowas nimmt echt Zeit weg. Es ist echt manchmal dämlich. So, damit du nicht runterspringen kannst, komme ich dir jetzt entgegen. Hau die Schrabott. Okay, komm her. Ach, richtig. Der versperrt uns den Weg. Da kommen wir noch nicht vorbei. Dafür müssen wir erst eine neue Fähigkeit lernen. Für Freedom. Und dann kommen wir da auch weiter. Richtig, richtig. Ich erinnere mich. Gut. Dann heißt jetzt hier wieder hochgehen. Und dann bekommen wir hoffentlich bald unsere neue Fähigkeit. Sehr schön. Ja, die kommen zu nix. Das ist das, was ich mag. Und das ist doch scheiße. Vielleicht kann ich jetzt das wirklich hiermit erreichen. Den habe ich auch noch erwischt. Ich kann den von hier aus erwischen? Wer ist das denn, bitteschön? Sehr geil. Komm her. Du, du Fehl. Oh, 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 oh. Das war knapp. Ha. Verteidigung nochmal erhöht. Ja, langsam kommen wir wieder relativ gut zurecht hier. Also, wir können jetzt Schläge einstecken, aber auch gut austeilen mittlerweile. So, und hier kriegen wir die neue Fähigkeit für Freedom. Und was ist es? Ja. Vielleicht können wir hier der Rechtschreibfehler mit verwandt werden. Earthquaker-Kraft kann nun verwandt werden. Okay. Jetzt kommt die Erklärung. Der Earthquaker gehört zur dunklen Macht, die nur Frieden der Dark Knight auslösen kann. Sie löst ein Erdbeben aus. Der Gegner ist für lange Zeit bewegungsunfähig. Springe nach unten und drücke den Angriffsknopf. Gut, das kann man jetzt noch hier noch nicht ausprobieren. Okay, ich bin geil. Okay, jetzt kommt nochmal. Friedens Kraft ist der Earthquaker. Wenn er ihn einsetzt, können sich seine Gegner nicht mehr bewegen. Okay. So in der Art haben wir es auch schon gehört. Aber man kann das hier nicht einsetzen. Man kann das erst einsetzen, wenn man von irgendwo runterspringt. So wurde es nämlich nicht erklärt. Das ist immer das Lustige an diesem Spiel, dass es versucht, selbsterklärend zu sein. Ist es aber nicht. Da macht Terranigma doch einen wesentlich besseren Job. Und Terranigma ist auch das deutlich bessere Spiel. Aber trotzdem hat, wie ich finde, dieses Spiel seine Daseinsberechtigung. Alleine wegen den harten Themen, die sonst nie ein Spiel davor angeschnitten hat. So, was wie? Ich komme jetzt auch... Moment mal. Ah, okay. Also ihr seht, der Typ bewegt sich leider hin und ich komme nicht vorbei. Also jetzt den Earthquaker benutzen. Achtung. Zack. Und... Du willst mich doch jetzt verarschen, oder? Okay, das war jetzt kacke. Ich darf ihn also nicht da reinlaufen lassen, sondern muss ihn davor bewegungsunfähig machen. Ja. Das war jetzt ein bisschen ärgerlich, weil das aber nur Zeit kostet. Aber okay. Ja, cool, ich sehe gerade, wir haben 9 Leben mit 99 weiteren Punkten. Das heißt, wenn ich den verliere, habe ich sofort ein neues. So mag ich doch mein Spiel. Okay. Und wir kommen jetzt nun voran. So mag ich das doch. So ist das doch schön. Oh, alles klar. Du bleibst mal schön hier. Du bleibst... Oh nein! Ja, natürlich kann ich das noch abwehren. Aber, nee. Unnötig. Braucht man nicht. Brauchen wir nicht. Okay, hier kann man runterspringen. Ich weiß nicht, ob das so nützlich ist. So, du. Jeder ist mal dran. Keine Panik, Leute. Jeder ist mal dran. Ich weiß nicht, ob man hier wirklich runterspringen kann oder ob es mir aber nur weh tut. Man weiß es nicht.
Hierbei ist es toll, dass die Teile mich eigentlich kaum verletzen können. Und Lebenserweiterung. Ey, super, wir haben fast die Lebensenergie voll. Wird schon fast nicht mehr besser. Da bleibt, glaube ich, nur noch... Oh, ein rotes Juwel gefunden. Sehr toll. So mag ich das doch wieder. Und die Frage ist jetzt halt, kann man wirklich runterfallen? Nee, man kann nicht runterfallen. Dann hat sich auch diese Sache auch erledigt. Dann gehen wir jetzt einfach rechts entlang und kommen weiter. Ja, wie ihr seht, hier gibt es nicht so die großen Rätsel in diesem Dungeon. Man kommt ja eigentlich relativ schnell voran, obwohl der Dungeon sehr groß ist. Also Stärke hat sich nochmal erhöht. Natürlich wurde ich nochmal getroffen, das musste ja einfach sein. Und was sind das eigentlich für Teile? Sind das Affen? Sind das Mönche mit Schlangen? Ich vermute mal Letzteres. Okay. Weg zur Haupthalle. Ja, sind wir schon fast fertig hier? Das gibt's doch gar nicht. Wir haben doch noch zwei Juwelen, kommen doch hier noch. So einfach geht das doch gar nicht. Oh, hier ist noch was. Die sterblichen Überreste eines Abenteuers sind über den Boden verteilt. Ja, natürlich lesen. Angkor Wat Forschungsbericht Freezer. Ja, oder Freezer. Es gibt einen Tempel, der einen Geist beherbergt. Im ersten Stock der Eingangshalle endet der Weg in einem hellen Raum. Dieser Raum führt zum obersten Stockwerk, doch das Licht ist zu hell, um den Weg zu erkennen. Nur eine Sonnenbrille kann Dunkel in das Licht bringen. Nahe der Eingangshalle sah ich etwas Glänzendes. Ich musste jedoch fliehen. War es vielleicht die Sonnenbrille? Ich werde schwächer. Vielleicht wird jemand eines Tages meine Aufzeichnungen nutzen können. Natürlich gab es auch schon zu der Zeit eine Sonnenbrille. Mhm. Alles klar. So, vielleicht auf der Seite gab es die Sonnenbrille. Auf jeden Fall nahe des Haupteingangs wurde auch gesagt, gab es die Sonnenbrille. Also muss es die hier irgendwo geben. So. Ja. Gibt es jetzt doch nochmal drei Seiten? Kann ich hier rein? Nein, hier komme ich auch nicht rein. Okay, erstmal die Gegner weghauen. Ich komme da nicht ran. Ach, jetzt komm doch. Okay, komm her. Komm her. Und komm her. So bist du fein. Oder komme ich vielleicht doch noch ran? Wenn ich jetzt einfach hier runtergehe. Hm. Ah, sehr schön, okay. Okay, komm her. Komm her, komm her, komm her. Okay, stopp, stopp, stopp. So ist das toll. Okay. Gab es da nicht noch irgendwie einen Geheimgang? Man weiß es nicht. Schön, dass der ganze Tempel nicht wackelt, aber der ganze Boden sah ein bisschen komisch aus. Okay, jetzt muss ich natürlich hier wieder runterspringen. Oh, hier kann man runterspringen. Macht man das nochmal auf die böse Art und Weise. Das können sich nicht bewegen. Das ist eigentlich ziemlich doof, weil die müssen ja die erst mit dem Kopf herausstrecken, bevor ich sie angreifen kann. Ja, das war nicht ganz überlegt. Das gebe ich zu. Ja, das war cool. Das war cool. Das muss ich mir mal auch mal zu Gemüte führen. Das war cool. So, und in 10 Minuten muss der Part beendet werden. Und noch nicht alle Gegner besiegt hier. Moment mal. Das kann ja wohl nicht sein. Gibt es hier wieder komische Büsche, die sich verstecken? Komisch. Komisch, komisch, komisch. Ich will jetzt auch nichts verpassen. Also hier geht es halt, wie gesagt, dann nicht weiter. Gehen wir mal von hier aus rechts. Ach, es geht hier noch weiter. Ah, gut. Und ich dachte schon, ich bin verloren. So, es sieht mir relativ nutzlos aus. Frage ich mich dann wieder, warum wir es überhaupt eingebaut haben. Aber lassen wir es doch einfach. Okay, ich dachte, ich könnte runterfallen. Das wäre für mich eine neue Animation, die ich so nicht kannte. Aber sie gibt es auch nicht. Okay. Okay, so komme ich nicht weiter. Ich vermute mal... Nee. Hä? Moment mal. Ja, ich muss doch hier irgendwo nach rechts kommen können. Stopp. Vermutung liegt natürlich nahe, dass ich gleich hier rechts rausgehen kann. Okay, das sieht mir nach Juwel aus. Werden wir gleich sehen. Ey,
Nee, das kann doch nicht sein. Ich gucke mal kurz. Ich habe aber leider recht. Hier komme ich noch nicht weiter. Also erstmal schön weiter. Ja, Dinger bashen. Okay, okay. Stopp, 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 stopp. Ja, ich suche, machen wir jetzt mittlerweile genug Schaden, dass wir die relativ fix besiegen können. Nur anfangs hatten wir das Problem, dass wir auch deswegen... Sind wir einmal oder zweimal gestorben? Einmal, oder? Auf jeden Fall einmal mehr als genug. Mehr hätte nicht sein dürfen. So, da kommt man hoch. Ah, hier geht's da weiter. Dann gehen wir erstmal hier schön bei Wigge. Damit wir was verpassen. Das wäre natürlich sehr, sehr schade. Okay. Aber ich habe eine Vermutung. Oh, das war cool. Das war eine gute Aktion von mir. Und noch mehr Schaden machen wir nun. Das ist umso besser. Aber ich glaube, wir müssten trotzdem erstmal hier lang. Ich glaube, es ist erstmal richtig, dass ich hier lang gehen. Damit wir nämlich auch erstmal die Sonnenbrille finden. Okay, Abwehr hat sich erhöht. Ah, da glänzt auch was. Okay, etwas Glänzendes liegt auf dem Boden. Du hast die Sonnenbrille gefunden. Alles klar, lass mich wieder los. Komm, danke, danke. Okay, alles klar. Gut. War gut, dass wir auch erstmal lang gegangen sind. Dann müssten wir den Weg nicht zweimal laufen. So. Und da kommen wir so nicht drauf. Aber dürfte ziemlich klar sein, dass wir da später runterspringen müssen. Aber erstmal hier hoch. Ha! Quatsch! Erstmal den Part beenden, Leute. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir kommen voran. Ich glaube, im nächsten Part haben wir auch Ankerwort geschafft. Da dürfte nicht mehr allzu viel kommen. Und dann sind wir hier fertig mit diesem Dungeon. Und dann kommt als nächstes tatsächlich nur noch die Pyramide. Und die wird kacke. Okay, Leute, ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.